Mein Morgen beginnt relativ früh. Ich versuche immer vor den Kindern aufzustehen. So kann ich in Ruhe meinen Tag beginnen und nicht gleich in den Alltag der Kinder einsteigen. Es fällt mir auch ziemlich schwer, früh aufzustehen. Ich habe immer gerne länger geschlafen und ich habe mich stets für eine Nachteule gehalten. Das Geheimnis liegt aber in der Abendroutine. Je früher ich abends ins Bett gehe, desto einfacher ist es, morgens aufzuwachen. Wenn ich es geschafft habe, früh aufzustehen, versuche ich etwas Zeit für mich zu nehmen und etwas Schönes zu tun. Das ist mein Me-Time. Es kann einfache Meditation sein, Yoga-Übungen oder ich genieße einfach die Stille und gehe in die frische Luft. Heute habe ich mir sportliche Aktivität vorgenommen. Da ich die Sportsachen gestern Abend ausgelegt habe, ist es schwieriger, Ausreden zu finden, nicht joggen zu gehen. Auch wenn ich nur 15 Minuten Zeit habe, mein Motto ist, besser 15 Minuten Sport zu machen als gar nicht. Und wenn man sich morgens bewegt, kommt der Kreislauf wieder in Schwung, der Körper schüttet Glückshormone Endorphine aus und solche Tage verlaufen erfolgreicher und alles, was man tut, fällt leichter und ist einfacher. Auf dem Weg höre ich gerne Musik, Podcasts oder Audiobücher. Heute höre ich den Titel Simplify Your Life von Werner Tiki Küstenmacher. Und genau in 16 Minuten kann ich das gesamte Buch mir anhören, währenddessen ich jogge. Mit Blinkist ist es möglich. Blinkist ist eine App, die ich bereits seit einem halben Jahr nutze und die mir ermöglicht, täglich mein Wissen zu erweitern, etwas Neues zu lernen und vor allem über meinen Tellerrand hinauszuschauen, da ich auch teilweise die Bücher lese, die ich vielleicht mir gar nicht gekauft hätte. Blinkist extrahiert die wichtigsten Kernaussagen aus Sachbüchern und unterteilt diese in 5 bis 8 Blinks, ähnlich wie Kapiteln in den Sachbüchern. In 15 bis 20 Minuten kann man die Kernaussagen eines ganzen Buches in sich aufnehmen, entweder gelesen oder akustisch als Hörbuch. Als Hörversion finde ich das besonders praktisch, da man auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen, beim Kochen oder beim Putzen ein Hörbuch sich anhören kann. Wenn du Lust hast, Blinkist selber zu testen, habe ich einen Rabattcode für dich. Klick auf den Link in der Videobeschreibung, du bekommst 25% auf ein Premium-Jahresabo und vorher kannst du Blinkist sogar 7 Tage lang kostenlos testen. Mein Morgen kann ich meistens in 3 Teilen aufteilen. Die Zeit, die ich mir gönne und wir heute zum Beispiel joggen. Getting ready Zeit. Und die Morgenroutine von meinen Kindern. Ich fahre fort mit meiner Getting Ready Routine. Nach der Dusche ziehe ich mich an und das ist die Kleidung, die ich mir regelmäßig am Tag vorher vorbereite. So muss ich am frühen Morgen eine Entscheidung weniger treffen. Und das Anziehen dauert nur eine Minute Zeit. Ich trage auch etwas Make-up auf. Und ja, ich benutze auch gleich morgens den Lippenstift. Früher habe ich das nicht benutzt und gewartet, bis ich frühstücke oder Kaffee trinke. Und meistens habe ich das auch vergessen und den ganzen Tag ohne Lippenstift verbracht. Aber irgendwie finde ich den Look abgeschlossen, wenn auch die Lippen etwas Farbe drauf haben. Vor allem frühstücke ich viel später, von daher wird er sich auch nicht gleich verschmieren. Die Morgenroutine nach dem Putzsystem Fly Lady beginnt für mich jetzt. In dem Video habe ich euch das gesamte Putzsystem gezeigt und wie ich das für mich angepasst habe. Ich putze morgens die Bäder. Ich habe 2 Bäder und das mache ich täglich, nachdem ich mich im Bad fertig gemacht habe. Wie ich bereits im Video zu dem ganzen System erwähnt habe, dauert es bei mir höchstens 5 Minuten je Bad. Da ich das täglich mache, habe ich öfters das Gefühl, wie im Hotel zu sein, da das Waschbecken täglich geputzt und aufpoliert wird. Das Gefühl von Sauberkeit, die ich mir nur in 5 Minuten herzaubere. Das ist zu einer Gewohnheit geworden. Und wenn es am Anfang mir komisch vorkam, jeden Morgen das Bad zu putzen, mag ich jetzt diese Routine und an dem Ergebnis erfreut man sich umso mehr.
Und hier bin ich in meinem zweiten Bad. Zuerst mache ich etwas Toilettenreiniger in die Toilette und lasse es einwirken. In dieser Zeit kann ich Waschbecken waschen. Nach 1-2 Minuten widme ich mich wieder der Toilette. Ich benutze noch konventionelle Putzmittel für die Toilette, aber ich habe mir vorgenommen, etwas selber herzustellen und auszuprobieren. So sieht unser Waschbecken aus, bevor ich den putze. Nach einem Tag bilden sich richtig viele Kalkflecken auf den Armaturen. Vor allem die Kinder achten nicht sehr drauf und waschen ihre Hände ziemlich wild. Von daher finde ich die Routine gar nicht so schlecht, dass ich täglich die Armaturen sauber mache. Nachdem ich die mit Zitronensäure behandelt habe, trockne ich sie immer mit dem trockenen Lappen ab, damit keine weiteren Kalkflecken sich bilden. Damit das Bettbezug lüften kann, mache ich das erst später. Wenn ich jetzt im Bad fertig bin, kann ich mein Bett machen. In dieser Zeit wachen auch langsam die Kinder auf und gehen ins Bad. Es fängt die Kindermorgenroutine an. Während ich die Kinder morgens im Bad begleite, ist mein Mann in der Küche und kümmert sich um die Brotdosen für Kinder. Er räumt auch morgens die Spülmaschine aus, die wir abends nach dem Abendessen starten. Danach packt er die Brotdosen für die Kinder. Unsere Kinder frühstücken auch zu Hause, aber morgens haben sie guten Appetit und trotz gutem Frühstück zu Hause essen sie auch gut in dem Kindergarten. Da machen wir uns nicht so viele Gedanken. Meistens ist es Brot mit Käse oder Wurst, Obst und Gemüse. Annabelle mag sehr gerne Kiwi, deswegen bekommt sie das noch in der separaten Dose. Die Kinder bekommen meistens, was sie gerne essen. Sonst mussten wir früher ziemlich viel Essen wegschmeißen, als wir mit Brotdosen experimentierten. Und das war viel zu schade. Die Kinder sind in der Zeit mit mir im Bad und ich stehe ihnen zur Verfügung, wenn sie meine Hilfe brauchen. Sie sind ja schon 3 und 5 Jahre alt und können ihre Morgenroutine im Bad selber machen. Aber die Kinder sind ja Kinder und oft lenken sie sich ab oder fangen an zu spielen, anstatt sich Zähne zu putzen. Deswegen bin ich ja da zum Überwachen. Die Seife schmeckt nach Himbeer. Was musst du noch machen, Andreas? Ich schau mal auf meinen Bild. Ich schau mal nochmal. Zähneputzen! Supi! Auch solche Morgenroutinekarten, die ich denen angefertigt habe, helfen uns sehr und der Ablauf morgens ist meistens schneller und reibungsloser. Wozu man solche Schaubilder für Kinder macht, habe ich euch bereits in diesem Video ausführlich erzählt. Was hast du gemacht? Das und das. Und was bleibt übrig? Gesicht waschen! Hast du noch nicht gemacht? Okay, dann gehen wir schnell Gesicht waschen. In Kürze ist es so eine Art Hilfestellung für Kinder. Ich bin nicht der Boss für sie, der ständig Anweisungen gibt, sondern diese Karten. Sie geben Hinweise, was zu tun ist. So muss ich nicht mehrmals das Gleiche wiederholen. Ich kann nur sagen, oh, was steht bei dir auf der Karte? Was musst du als nächstes machen? Die Kinder übernehmen somit die Verantwortung für eigene Tätigkeit und das macht ihnen Spaß. Ich muss mich nur noch anziehen. Okay, können wir Spiegeleier.
Zum Frühstück dürfen Sie selber entscheiden, was Sie gerne wollen. Meistens sind es Müsli, Rühreier oder Pancakes. Andreas hat sich für Spiegelei entschieden. Das macht er gerne selber. Und ich bin wieder als Hilfestellung da. Und schau, dass er sich nicht verbrennt. Das Kindergeschirr liegt bei uns in der untersten Schublade, so können Sie sich selbstständig den Tisch decken. Ich wollte hier die Milch holen. Du holst die Milch? Ja. Okay. Da ich Intervallfasten mache, frühstücke ich erst später. Von daher kann ich in dieser Zeit, wo meine Kinder frühstücken, schon mal die Wäscheladung starten. Das mache ich jeden Morgen. Und wenn ich von der Arbeit zurück nach Hause komme, hänge ich die Wäsche auf oder lege sie in den Trockner. Abends lege ich die Wäsche zusammen und verräume die in den Schrank. Ich stelle sicher, dass ich diesen Prozess abschließe. Sonst sammeln sich Berge an Wäsche, die zusammengelegt oder gewaschen werden müssten. So habe ich täglich eine kleine Wäscheladung, die ich dann abends entsprechend versorge. Wenn die Wäsche aufgehängt wird, dann lege ich die Wäscheladung vom Vortag zusammen, was bereits getrocknet ist. Heute bringe ich nur Annabelle in den Kindergarten, bevor ich ins Büro fahre. Mein Sohn hat heute Morgen einen Arzttermin und wird vom Papa dahin gebracht. Im nächsten Video zeige ich euch meine Nachmittagsroutine, wenn wir zurück nach Hause kommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vergiss nicht, das Video zu liken, mit Freunden zu teilen und meinen Kanal zu abonnieren.